Es ist absolut korrekt zu sagen, es handelt sich um eine Pandemie der Ungeimpften. Agents. Warum sollen die denn dieselben Rechte haben wie wir? Ich würde dann versuchen, die Ungeimpften zur Impfung zu zwingen. Mhm. Legt man, was das für eine ekelhafte Propaganda ist, wie krass diese Menschen versucht wurden, als der Teufel darzustellen. Hetze, das ist eine richtig krasse Hetze. Sowas habe ich in meinem Leben hier in diesem Land noch nie so krass erlebt. Dass auch wirklich alle Medien da an einem Strang gezogen haben, alle Politiker fast an einem Strang gezogen haben. Vor allen Dingen die, die entscheiden am Ende des Tages so. An einem Strang gezogen haben, um eine Menschengruppe zu diskriminieren. Das hat nicht mit Quer, sondern mit Klardenken zu tun. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Stark, Leute. Stark, 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 stark. Yes. Wir gehen ins neue Video rein, beziehungsweise in die erste Reaction für heute. Eben einen sehr starken Talk gehabt mit Wolfgang Wodak. Liebe Grüße gehen raus an der Stelle. Und zwar gehen wir jetzt passend zum Thema in das Video rein. Carsten Stahl, entschuldigt euch für eure Hetze. Ich bin gespannt. Das heute uns alle beeinträchtigende Infektionsgeschehen rührt von den Ungeimpften her. Aber beginne mich langsam zu fragen, ob die Spaltung der Gesellschaft wirklich etwas so Schlimmes ist. Und deshalb will ich meine Freiheit zurück. Ich will sie zurück. Sie hätten viel früher den Druck auf Ungeimpfte erhöhen müssen. Die sind alle ungeschützt und die werden sterben. Geimpfte bekommen ab dem 1. November keine Lohnfortzahlung mehr, wenn sie in Quarantäne müssen. Richtig, Sebastian, das ist einfach der einzige Weg raus aus diesem Ding und... Digga, wie sie alle mitgemacht haben. Zurück zur Normalität für alle. Es ist absolut korrekt zu sagen, es handelt sich um eine Pandemie der Ungeimpften. Agents. Warum sollen die denn dieselben Rechte haben wie wir? Ich würde dann versuchen, die Ungeimpften zur Impfung zu zwingen, indem ich sage, also ihr könnt vor... Wo der Cousin, der gesagt hat, Impfzwang gab's nicht, ich küsse dein Herz, Bro. Sonst können wir nicht raus. Die gehen auf die Straße und demonstrieren gegen Impfung und ich kann sagen, also... Die sind wirklich zu prügeln, sind diese Menschen. Aber wer da? Wie hart die unseren Kopf gefickt haben von allen Seiten, ne? Wenn ich mitzieht, der muss dann eben auch damit rechnen, dass er ein Bußgeld bezahlen muss, weil er seiner Impfpflicht nicht nachkommt. Weil ich jung und unsterblich bin. Alter. Zu werben holt die Bundesregierung unter anderem Social-Media-Stars wie Alicia Ava, InScope 21 oder 24 Tim ins Boot. Lass mich nicht impfen, weil ich Angst vor der Nadel habe. Hattest du auch Angst, als du dich botoxen lassen hast? Oder bei den Tattoos auf deinem Körper? Ich glaube nicht. Also lass dich impfen. Na, herzlichen Dank an alle Ungeimpften. Dank euch droht der nächste Winter. Digga, das ist das erste deutsche Fernsehen. Das erste deutsche Fernsehen. Mir fehlen fast die Worte, ohne Scheiß, so. Wenn man das noch mal so ein bisschen Revue passieren lässt und sich in diese Lage reinversetzt, so. Wie viele Gehirne gewaschen wurden, wie viele Leute einfach darauf vertraut haben, was die Leute da erzählen im ersten deutschen Fernsehen. So, ich bin froh, dass Fernsehen sowieso schon lange vorbei ist eigentlich und dass viele Leute sich mittlerweile auch aus anderen Quellen ihre Informationen holen. Aber es gibt nun mal immer noch ganz viele Leute in Deutschland, die sich von diesem Fernsehen die Informationen holen und die sich davon beeinflussen und prägen lassen und die dem vertrauen, was da erzählt wird. Lockdown. Vielerorts wieder ohne Weihnachtsmärkte, vielleicht wieder ohne die Weihnachtsfeiertage im Familienkreis. Ohne Impfen gibt es auf Dauer keine Freiheit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Alle Impfverweigerer müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, an der derzeitigen Situation mitschuld. Überlegt man, was das für eine ekelhafte Propaganda ist, wie krass diese Menschen versucht wurden, als der Teufel darzustellen. Hetze, das ist eine richtig krasse Hetze. Sowas habe ich in meinem Leben hier in diesem Land noch nie so krass erlebt. Dass auch wirklich alle Medien da an einem Strang gezogen haben, alle Politiker fast an einem Strang gezogen haben, vor allen Dingen die, die entscheiden am Ende des Tages so, an einem Strang gezogen haben, um eine Menschengruppe zu diskriminieren. Und jetzt geht einfach mal die Historie von Deutschland zurück und fragt euch, wann das letzte Mal der Fall war. Kinder sind zurzeit gemeingefährlich. Was die Ratten in der Zeit der Pest waren, sind Kinder zurzeit für Covid-19. Wirtstiere. Eine schwierige Situation, die Joshua Kimmich da geschaffen hat. Er nimmt sich ein Recht raus, das viele Fans nicht haben. Sie müssen geimpft sein, um ins Stadion zu dürfen. Wie würde die Welt wohl aussehen, wenn alle so handeln würden wie sie? Wer sich, guck mal, wie der in den Pranger gestellt wurde. Du nicht impfen lassen will,
der muss die Folgen auch davon tragen, entweder indem er auch bis hin zum Arbeitsplatzverlust geht. Dann wird erneut das ganze Land in der Geiselhaft dieser Gruppe von Menschen sein, die im Prinzip... Der Typ ist doch besoffen. Sag ich dir ehrlich, wie es ist. Der Typ ist doch besoffen. Wie der schon redet alleine. Entweder indem er auch bis hin zum Arbeitsplatzverlust geht. Dann wird erneut das ganze Land in der Geiselhaft dieser Gruppe von Menschen sein, die im Prinzip doch stolz darauf sind, dass das Land auf sie wartet. Das gibt keinen Anspruch auf Restaurantbesuch. Es wird einen Unterschied geben im Zugang von Rechten und in der Freiheit des Lebens zwischen Geimpften und Ungeimpften. Dumme Menschen. Und? Der blendet den nicht ein, ich schwöre dir. Okay, Freunde, einmal ganz tief durchatmen, nicht aggressiv machen lassen, Freunde, ja? Wir bleiben in der Liebe, wir bleiben in unserem Herzen, wir lassen uns davon nicht aggressiv machen. Wusa. Sie müssen sich fragen, welche Mitverantwortung Sie haben an den wohl tausenden Opfern dieser Corona-Welle. Wir alle wissen, wer die Schuld an dieser vierten Welle trägt. Na, herzlichen Dank an alle Ungeimpften. Wenn man das hier alles sieht, dann kann man nicht glauben, dass das wirklich stattgefunden hat. Jetzt versuchen Sie, alles zu verharmlosen. Einfach mit der nächsten Krise alles zu überschreiben. Keiner entschuldigt sich richtig. Was das hier war, es war menschenverachtend. Es war Spaltung, Diskriminierung und Ausgrenzung der schlimmsten Art. Unterstützt durch Politiker, durch Prominente, durch die öffentlichen Medien, selbst die größten Nachrichten, die in Deutschland es gibt. Jeder, der sich geäußert hat und gesagt hat, lasst euch nicht impfen, ich bin skeptisch, ich will das meinen Zuschauern so mitgeben. Die Maßnahmen weiß ich nicht genau. Wir haben alle einen Shitstorm kassiert. Alle, von A bis Z. Wodak, Stahl, Lovelock, alle, wie kannst du sie alle aufzählen? Bhakti, jeder, der sich hingestellt, Coach, Cecil, alle haben einen Shitstorm bekommen. Jeder Einzelne dafür, dass er Maßnahmen kritisch hinterfragt hat und nicht mit dem Mainstream-Narrativ mitgegangen ist. So. Unterstützt für einen Zweck, die Menschen zu etwas zu zwingen und zu bringen, über was sie nachdenken und reden wollten. Sie sprachen von solidarisch. Sie sprachen davon, dass die Ungeimpften schuldig sind. Man hat mit den Fingern auf die Menschen gezeigt. Man hat sie wie Schmutz behandelt. Man hat es zugelassen und gefördert, dass die Gesellschaft sich spaltet, Familien sich auseinanderreißen, Beziehungen getrennt werden, Freundschaften zerbrochen werden. Das hat man alles zugelassen. Menschen hatten Fragen. Es gab auch welche, die haben mit Sicherheit bei dem ganzen Ding auch übertrieben und haben Scheiße erzählt. Aber hier wurde eine Menge gelogen. Und jetzt versucht man zu sagen, na, die Wissenschaft, die wusste es nicht besser. Man hat euch darauf hingewiesen, dass die Maßnahmen nicht wirken, dass die Masken nicht schützen. Und man hatte Fragen zu den Impfungen. Alles wurde durchgedrückt. Es wurde befohlen. Angeordnet. Zwangsmaßnahmen. Real Talk. Das schon. Und jetzt redet keiner darüber. Jetzt sind sogar die Masken in den Bahnen verschwunden. Und es gibt immense Schäden. Ein Herr Lauterbach hat gelogen. Er hat gelogen, als er gesagt hat, eine nebenwirkungsfreie, kostenlose Impfung. Kostenlos waren sie auch nicht. Die Steuerzahler haben Milliarden bezahlt. Es wurden Milliardengewinne gescheffelt. Er hat gelogen. Und die Menschen, die ihm vertraut haben und sich haben impfen lassen, tragen jetzt diesen Wirkstoff in sich. Bei dem einen oder anderen geht's gut und bei dem einen oder anderen entstehen Schäden. Keiner will darüber reden. Herr Lauterbach schiebt die Verantwortung vor sich. Er lässt die Menschen im Stich. Ihr entschuldigt euch? Herr Lauterbach hatte doch nicht mal. Er hat zugegeben, dass die Schulschließungen nicht notwendig waren. Die müssten zurücktreten. Und ihr alle solltet dafür zumindest auch strafrechtlich eure Konsequenzen tragen. Ihr habt es doch zugelassen. Ihr habt doch solche Verträge gemacht. Ihr tretet irgendwann zurück wie Herr Spahn und schon redet man nicht mehr über euch. Was ist mit den Medien, den öffentlichen Medien, die wir sogar bezahlen, die daran mitgewirkt haben? Ich scheiße auf Medien und alles, was sie predigen. Jeder mit einer freien Meinung ist ein Alien. Leon Lovelock, wach, abchecken. Wo sind die ganzen Promis, die das mitgemacht haben und die Leute überredet haben, durch ihre Bekanntheit das mitzumachen, da auch Geld für bekommen hat, der ein oder andere? Was ist mit den Menschen, die ihr fertig gemacht habt, wie Nena, wie Kimmich oder auch an? Und jetzt haltet ihr alle feige das Maul. Und jetzt ist es nicht mehr das. Jetzt sind es die, die nicht alle Ja zum Krieg und zur Waffenrüstung sagen, ja? So, Digga, das wird immer weiter gespalten. Nächste Krise kommt, scheiß auf Corona. So, die haben wir in die rechte Ecke gedrückt, denen haben wir ihre Karriere weggenommen. Das sind Nazis, Verschwörungstheoretiker jetzt für die breite Masse. Alles cool. Jetzt nächste Krise rein.
Wir machen wieder Dinge, entscheiden über den Kopf der Gesellschaft hinaus. Die Leute, die wieder dagegen sind, werden jetzt wieder in dieselbe Ecke gedrückt. Die gleiche Ecke. Es ist die gleiche Ecke. Ich habe ein Video, einen Ausschnitt gepostet bei Reels, bei TikTok und bei YouTube Shorts, wo es genau um diese Panzerlieferung geht. Und die Kommentare sind genau die gleichen. Das sind genau die gleichen Leute, die genau den gleichen Scheiß erzählen. Rechts, Nazi, AfD-Gelaber, Verschwörungstheoretiker, das sind genau die gleichen Idioten, die den Scheiß da reinschreiben. Die haben sich ficken lassen von dieser ganzen Propaganda und die denken wirklich, dass jeder, der gegen irgendwelche Maßnahmen ist oder gegen irgendwelche Dinge, die das Mainstream erzählt, direkt ein Nazi ist oder ein Rechter ist oder so. Es ist scheißegal, was der für eine Hautfarbe hat, für eine Herkunft und was der eigentlich denkt. Die übernehmen das so eins zu eins und packen diesen Stempel auf diese Menschen drauf. Das ist so traurig, ich schwör's dir, das ist so traurig. Die Leute denken gar nicht mehr richtig nach. Die sind 100% gesteuert. Agent, Matrix. Dann sind die, ihr seid das Letzte in meinen Augen. Hier wurde doch gerade gesagt, da haben sich andere mitschuldig gemacht. Oh ja, sehr viele. Geht aufeinander zu und entschuldigt euch. Und die Politik, die dafür die Verantwortung tragt, die sollte... Dann am Ende kommt es wieder so weit, dass auf einmal in Deutschland Bomben fliegen. So, auf einmal greift Russland Deutschland an und dann guckt man wieder zurück und denkt sich, ach scheiße, Alter, der hat ja gesagt, da gab es wieder ein paar Leute, 3, 4, 5 Leute, die dann auch wieder mundtot gemacht wurden mit der Nazi-Keule, so, die davor gewarnt haben. So, das ist doch immer wieder das gleiche Spiel. Ich frage mich, wann die Massen endlich das auch mal verstehen, dass immer wieder das gleiche Spiel gespielt wird. So. Wann verstehen die das? Weißt du so? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Das muss doch möglich sein irgendwie. Geschlossen zurücktreten. Und sie wird vor Gericht gezogen. Es gibt Anwälte, die eine Klage einreichen für diese Verantwortlichen. Und das sollte man auch. Das darf nicht einfach totgeschwiegen werden und einfach zur Normalität übergegangen werden. Das muss aufgearbeitet werden. Das ist ein Riesenskandal. Und die Menschen, die dürfen nicht in den Stich gelassen werden. Die haben euch vertraut. Bruder macht Real Talk. Ich schwör's dir. Facts. Facts. Haut. Die haben ihnen vertraut, Herr Lauterbach. Und sie haben dieses Vertrauen missbraucht, wie andere auch. Da sind sie nicht der Einzige. Und wenn ich dieses ganze Video sehe, da wird mir kotzübel. Aber heißt es ja so schön, wir vergessen nicht. Und sowas sollte man auch niemals vergessen, damit diese Menschen nicht damit davonkommen und einfach weitermachen können. Und beim nächsten Mal läuft es wieder so, ja? Ich bin ein Bürger und ein Vater und ich schütze meine Kinder. Und ich schaue auch nicht weg, wenn so eine Scheiße passiert. Und ob ihr mich denn nur als Schwurbler bezeichnen wollt oder als Reichsbürger oder als das, ich kann nur sagen, ihr könnt gerne so blind in eine Richtung bewegen, könnt ihr machen. Ich denk nach. Das hat nicht mit Quer, sondern mit Klardenken zu tun. Und ich frage mich immer, wer hat hier eigentlich den großen Profit gemacht? Ach so, ist es nicht BioNTech, die jetzt so viel Kohle gemacht haben und sich jetzt ins Ausland absetzen? Jetzt, wo hier alles teurer wird? Habe ich zumindest so gelesen, nicht wahr? Naja, mal gucken. Pfizer, 100 Milliarden. Lange der Krug noch zum Brunnen geht, bis er bricht. Das, was hier gelaufen ist, ist meines Erachtens ein Verbrechen an der Menschlichkeit gewesen. Und da haben sich viele mitschuldig gemacht. Und die Politik trägt die direkte Verantwortung dafür. Und die Menschen aus der Gesellschaft, die vielleicht es geglaubt haben, sollten wieder aufeinander zugehen, sich entschuldigen und sagen, dass das der falsche Weg war. So, es tut doch auch nicht weh. Es tut doch niemandem weh, zu sagen, hey, ja, Mann, ich war auf falschen Dampfer. Scheiße. Auch die Influencer, die sich hingestellt haben und da die Impfung promotet haben, sagen einfach, ey, ja, Dicker, weiß ich nicht. War so, sah so aus, als ob man da nichts Verkehrtes machen kann. Ich habe eh Geld gebraucht gerade. So. Deswegen habe ich das mitgenommen. Aber irgendwie, weißt du, wie ich meine? So. Die meisten Menschen würden diesen Menschen auch verzeihen. Aber was machen die lieber? Totschweigen. Scheiß drauf. Jeder hat Fehler gemacht. Aber wir sind ja nur... viele von uns geleitet worden, auch von der Angst. Angst und Panikmache. Unser Angstminister, Panikminister Lauterbach, den es nur um seine Selbstdarstellung und seine Macht ging, hat ja genug davon verbreitet. Und viele hatten auch Angst. Und ich verurteile niemanden, der sich hat impfen lassen aus Angst oder sich schützen wollte oder Masken tragen möchte. Manche laufen ja jetzt noch mit rum. Das könnt ihr tun. Aber ihr habt der ein oder andere Finger auf andere gezeigt, habt sie beschuldigt, ihr seid schuld. Man hat den Kindern suggestiert, ihr seid schuld daran, dass eure Großeltern sterben. Was für einen Dreck habt ihr... Digga, was... Das wird man sich auf der Zunge zergehen lassen, Bro. Sowas kriegt man eingetrichtert, damit man sich gentherapieren lässt, so. Du bist daran schuld, dass deine Eltern sterben. Von euch gegeben. Ihr habt euch so unmenschlich verhalten und habt diese Spaltung, Diskriminierung gefördert. Ich hätte nie gedacht, dass so was möglich ist. Ich habe mich immer gefragt, wie Dinge überhaupt möglich mal waren in unserer Geschichte.
So, Digga, ich schwör's dir. Aber wenn ich sehe, wie blind Leute hier rumgerannt sind und sofort nicht mal... Dann macht das auf einmal... Ja, ja, der hat recht, der hat hundertprozentig recht. Ich hatte mir das auch genau so gedacht. Wenn du siehst, wie blind die Menschen durch die Gesellschaft teilweise laufen und wie sie sich von der Propaganda beeinflussen lassen, kein Wunder, Alter, weißt du, wie ich meine, dass gewisse Dinge in Deutschland funktionieren konnten, weil alle ihre Augen zugemacht haben. Und die paar Leute, die versucht haben, sich dagegen aufzulehnen, wurden auch gefickt. Damals noch schlimmer als heute, weißt du? Eine Frage haben zugelassen, auch jetzt. Man stellt eine Frage, man kämpft für Diplomatie und für den Frieden und trotzdem wird man angegriffen. Ey, guckt mal hier, sucht euch einen Finger aus und den steckt ihr euch ganz tief hinten rein. Schaltet nur ein. Steck it out, man. Es ist scheißegal, was ihr denkt von mir, was ihr halten wollt von mir. Millionen von Menschen denken genauso wie ich. Und das sind keine Schwubbler oder Nazis oder irgendwelche Verschwörungstheoretiker, sondern es sind Menschen, die für dieses Land keinen Krieg wollen, die für dieses Land... Wir sind da, Bruder, mach dir keinen Kopf. Einmal Herzen in den Chat für Carsten. ...wollen, dass die Menschen wieder zusammenwachsen und dass die Probleme und Missstände bekämpft werden und nicht totgeschwiegen, verharmlost und gelogen wird für Profitgier, Machtgier, Geldgier oder für irgendwelche Leute, die ihr Ego streicheln lassen wollen, weil sie ansonsten nichts zu melden haben. Starker Talk, Bro. Ein sehr, sehr starker Talk. Okay. Carsten wird nach dem Stream auch nochmal angerufen und dann fixen wir unseren Termin auch. Müssen wir auf jeden Fall auch nochmal quatschen zu der ganzen Thematik. Wichtig. Wichtig.